Die Schnecken waren sich als Erste einig, wie sie genannt werden wollten. Würden wir es in die menschliche Sprache übersetzen wollen, dann könnte man vielleicht sagen, mein Zuhause, das bin ich. Die anderen Tiere verstanden sofort. Uns Menschen fällt das etwas schwerer, aber wir können es immerhin versuchen. Das wollen wir tun, Vincent Desprez. Wie können wir verstehen, was Tiere tun, denken oder fühlen? Ganz ohne Anthropomorphismus. Darum geht es in unserem heutigen Gespräch. Und um Ihr schönes Buch Le Chez Soi des Animaux, das Zuhause der Tiere. Sie beschreiben, wie Tiere sich ihr Zuhause, ihren Lebensraum schaffen. Und Sie schreiben über die Schnecken, mein Zuhause, das bin ich. Was bedeutet das? Meine Frage war, was bedeutet es, an einem Ort zu leben? Nicht in einem Lebensraum, sondern tatsächlich an einem Ort. Vincent Desprez ist Wissenschaftsphilosophin, Psychologin, Schriftstellerin sowie Professorin in Lüttich und Brüssel. Ich habe mir angeschaut, wie Vögel und Säugetiere ihr Territorium, ihr Revier markieren. Nicht alle Säugetiere tun es, aber einige. Ich habe mir auch die Schnecken angeschaut und fand ihr Verhalten besonders aufschlussreich. Warum? Gehen wir zurück zu den Vögeln. Sie singen und schaffen mit ihrem Gesang einen Klangraum um sich herum. Man könnte auch sagen, sie weben einen Teppich aus Tönen. Könnte man von Phonozän sprechen? Genau, Phonozän. Okay. Durch seinen Gesang breitet der Vogel seinen Körper sozusagen im Raum aus. Durch seine fröhlichen Melodien nimmt er den Raum für sich ein, so wie Säugetiere ihr Revier markieren. Durch Urin oder Kot? Ja. Dadurch breiten sie gewissermaßen ihren Körper im Raum aus. Und die Schnecke kann sich dank kalkhaltiger Substanzen aus ihrem eigenen Körper die eigenen vier Wände, ihr eigenes kleines Territorium erschaffen. Ja, denn die Schnecke ist anders als der Einsiedlerkrebs. Die Schnecke produziert ihr Schneckenhaus selbst. Ja. Sie schneidet es sich sozusagen aus den Rippen. Genau. Als würde uns ein Wohnwagen auf dem Rücken wachsen. Ja, die Schnecke nimmt kalkhaltige Substanzen zu sich, wodurch das Schneckenhaus, das ja von Anfang an angelegt ist, mitwachsen und sich festigen kann. So entsteht das Zuhause der Schnecke, das eine Erweiterung des eigenen Körpers ist. Wenn wir bei Tieren von Zuhause sprechen oder von Lebensraum, ist das nicht schon ein Anthropomorphismus? Oder wenn wir den Tieren eine Sprache zuschreiben? Sehen Sie das auch so? Wie können wir davon wegkommen von diesen allzu menschlichen und unzureichenden Begriffen in Bezug auf die Tiere? Wir können dem wahrscheinlich gar nicht entkommen und sollten es auch nicht versuchen. Begriffe wie Zuhause oder Lebensraum drücken etwas ganz Ursprüngliches aus, ein absolutes Grundbedürfnis. Das alle Lebewesen haben. Genau. Und die Tiere waren vor dem Menschen da. Die meisten Tierarten gab es schon lange vor uns. Sie müssen also von sich aus Affekt- oder Gefühlsformen entwickelt haben, die dem menschlichen Ausruf Ich bin zu Hause entsprechen. Wir sind ihre Erben, nicht umgekehrt. Es geht also nicht darum, den Tieren menschliche Gefühle zuzuschreiben. Wir müssen diese Gefühle so verstehen, dass die unterschiedlichen Ausprägungen bei Mensch und Tier sichtbar werden. Und mein Vergleich von der Schnecke und dem Menschen mit einem Wohnwagen auf dem Rücken? Schwierig, der Wohnwagen wächst nicht aus uns heraus. Stimmt. Aber wenn wir den Vergleich trotzdem heranziehen wollen, ist er denn belastbar? Gut, schauen wir uns mal an, ob er taugt und was wir tun können, damit er etwas hergibt. Stellen wir uns also vor, Sie haben einen Wohnwagen. Sie fühlen sich wohl in Ihrem Wohnwagen, Sie fühlen sich sicher, er ist Ihr Zuhause. Sie haben ein Bild von Ihrer Mutter aufgestellt, der gesamte Raum atmet Ihren Geruch und den Ihrer Küche. Dann könnte man das vielleicht vergleichen. Es ist nicht das Gleiche, aber doch vergleichbar. Ihre Mobilität mit dem Wohnwagen ähnelt dann der Mobilität nomadischer Tiere. Die Erfahrung oder Empfindung könnte jedenfalls ähnlich sein. Gut, soweit zu uns. Aber zurück zu den Tieren. Es gibt bei ihnen ganz unterschiedliche Formen der Territorialisierung. Zum Beispiel die Lachse. Sie schreiben, dass die Lachse nicht sagen, mein Zuhause, das bin immer noch ich, sondern vielmehr, der Ort der Liebe ist der Ort der Migration. Eine Kraft zieht uns an, die Kraft der Liebe, die Kraft des Flusses, eine innere Energie treibt uns an.
Hier hat der Begriff des Territoriums eine ganz andere Bedeutung. Ja, die Lachse folgen einer unwiderstehlichen Anziehungskraft. Zur Fortpflanzung kehren sie an den Ort zurück, an dem sie geboren wurden. Und das unter äußerst widrigen Bedingungen, wie wir hier sehen. Sie müssen den Fluss hinaufschwimmen. Aus unserer Perspektive würde man annehmen, die Fische springen vor Freude, sie haben Spaß, sie amüsieren sich. Nein, sie versuchen unter größten Mühen, die Schwelle zu überwinden. Und das ist eher tragisch. Ja, sie werden unwiderstehlich angezogen und müssen alle Kräfte aufbringen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Mich hat besonders interessiert, wie gelingt ihnen die Rückkehr? Ja. Ich habe gelernt, dass sie ein Gedächtnis für den Geschmack von Wasser haben. Sie können Wasser anhand des Geruchs und des Geschmacks unterscheiden. Absolut faszinierend, dass die Lachse sich auf ihrer Wanderung von ihren Erinnerungen leiten lassen. Wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, ist wirklich außergewöhnlich. Ja, nicht minder faszinierend ist, sobald man sich näher mit Tieren beschäftigt oder wenn man ihr Buch liest, wird man mit einer totalen Andersartigkeit konfrontiert. Unsere Bestrebungen, menschliche Kategorien, Gefühle oder Gewohnheiten auf die Tiere zu übertragen, führen zu nichts. Man kann tatsächlich sagen, es ist eine völlig andere Welt. Auf zu den Wölfen. Kein anderes Tier hat die Menschheit so in seinen Bann gezogen. Das stimmt. Mich fasziniert das Heulen der Wölfe. Es ist unheimlich kraftvoll. Wir hören es gerade. Es ist faszinierend. Ich denke dabei an den Schriftsteller und Philosophen Baptiste Morisot, einem großen Kenner der Wölfe. Er hat sich intensiv mit ihnen beschäftigt und das als Philosoph, Spurenleser und intimer Kenner des wölfischen Wesens. Eines Nachts hat er mit den Wölfen geheult und sie haben ihm geantwortet, wobei er nicht wusste, antworten sie mir, führen sie mich an der Nase herum oder stellen sie mich auf die Probe. Aber kann man sich den Wölfen überhaupt annähern? Sie sprachen vorhin von der völligen Andersartigkeit, dann aber sind nur biologische Erklärungen möglich. Und so verbannen wir die Wölfe ins Tierreich und errichten eine unüberwindbare Schranke zwischen ihnen und uns. Wir fragen uns, was sie wohl sagen. Ja, wenn wir das Ganze unter biologischen Aspekten betrachten, schreiben wir dem Wolfsgeheul bestimmte Funktionen zu. Es festigt die Zugehörigkeit zum Rudel, es dient dazu, Weibchen anzulocken oder zur Abgrenzung von anderen Rudeln. Aber es gibt noch einen Aspekt, den Baptiste Morisot beschreibt. Tiere, vor allem so hochentwickelte wie die Wölfe, tun nichts aus nur einem einzigen Grund, so wie wir Menschen auch. Unsere Handlungen sind meistens von mehreren Gründen bestimmt, seien sie bewusst oder unbewusst. Also könnten wir sagen, die Wölfe heulen, weil es so schön klingt und weil es schön ist, zusammen zu heulen, weil sie sich freuen, zusammen zu sein und weil sie sich etwas zu sagen haben. Davon ausgehend kommt Baptiste Morisot zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens, es gibt Verbindungen zwischen dem Verhalten der Wölfe und unserem Verhalten. Im Verhalten der Wölfe erkennen wir Dinge, die auch uns eigen sind. Morisot spricht von Ancestralität. Eine Zusammengehörigkeit. Eine aus der Vergangenheit stammende Gemeinsamkeit. Seine zweite Schlussfolgerung lautet, wenn wir davon ausgehen, dass ein Wesen von mehreren Beweggründen und nicht nur von einem einzigen angetrieben wird, dann haben wir es mit der Freiheit lebendiger Wesen zu tun. Das heißt, wir bringen Mensch und Tier nicht nur aus rein biologischen Gesichtspunkten zusammen. Wenn wir uns eingestehen, nicht zu wissen, warum die Wölfe heulen, oder mehrere Hypothesen zu lassen. Ich habe Ihre Bücher mit großer Freude gelesen. Zwei habe ich hier. Le Chez Soi des Animaux, das Zuhause der Tiere, sowie Habiter en Oiseau, Leben wie ein Vogel. Gehen wir kurz auf das zweite ein. Leben wie ein Vogel mit zwei Szenarien. Wir sehen erstens einen Vogel beim Nestbau. Ja. Worauf Sie in Ihrem Buch detailliert eingehen. Und zweitens sehen wir einen Steinadler, der mit einer Kamera ausgestattet wurde. Er fliegt über die schottischen Highlands. Was steckt hinter dem Konzept Leben wie ein Vogel? Und warum Ihr spezifischer Blick auf die Vögel? Weil denn die Unterschiede von Mensch und Vogel sind doch frappierend.
Ich weiß nicht, Vögel haben ganz eigene und eigentümliche Verhaltensweisen und sehr verschiedene, denn es gibt unglaublich viele Arten. Ja. Aber sie haben ähnliche Lösungen für die gleichen Probleme gefunden. Bezüglich solcher Begriffe wie Territorium oder Territorialisierung ist klar, Vögel verhalten sich ganz anders als Säugetiere. Wobei zu beachten ist, dass nicht alle Vogelarten ein festes Revier haben. Und ihr Verhalten ist sehr viel spektakulärer. Ich beziehe mich unter anderem auf die Arbeiten von Etienne Souriau, Gilles Deleuze und Félix Guattari. Deleuze, der immer wieder von Deterritorialisierung spricht. Ja, wenn es um das Territorium geht, muss ich auf Deleuze und Souriau eingehen. Das hängt eng zusammen mit der Entstehung der Kunst, denn... Können Sie kurz etwas zu Etienne Souriau sagen? Ja, er ist nicht so bekannt. Er war Philosoph und hat sich intensiv mit Ästhetik und Kunst beschäftigt. In der Regel schrieb er über Philosophie und Metaphysik, aber 1965 auch ein sehr schönes kleines Büchlein über künstlerische Darstellungen im Tierreich. Souriaus Ansatz ist wirklich außergewöhnlich, denn er geht davon aus, dass Tiere Künstler sein können. Souriau interessiert sich für die Entstehung der Kunst. Wie später auch Deleuze und Guattari in 1000 Plateaus verbindet er das mit Einnahme oder Markierung eines Territoriums. Durch Gesang, Gebalze und Aufplustern des Federkleids. Das fand ich bei Vögeln so spannend. Bei Säugetieren achtet man nicht immer so sehr auf die Schönheit, weil sie nicht so ins Auge springt und für sie vielleicht auch nicht so eine zentrale Rolle spielt. Bei Vögeln ist es offensichtlich. Sie sind, wenn wir den Flug des Steinadlers sehen, sind wir fasziniert und würden es ihm gerne gleich tun. Und der kleine Vogel, der Halm für Halm sein Nest baut, bezaubert uns. Ja, was ist nun das Besondere am Verhalten der Vögel, wenn sie ihr Revier einnehmen? Es geht dabei ganz viel um Schönheit, um Pracht und Herrlichkeit und, obwohl in der Regel ja jeder sein Revier für sich absteckt, auch um Gemeinsinn. Aber zurück zur Schönheit. Die Vorliebe für das Spektakuläre, für die Zurschaustellung, für das Kunstvolle finde ich bei Vögeln extrem interessant. Souriau schreibt, kommt es bei Vögeln zu einem Revierkonflikt, dann siegt nicht der Stärkere, sondern der bessere Schauspieler. Wenn wir uns all das bewusst machen, dann bekommen wir wieder einen Blick für die Dimension der Schönheit, die sich in bestimmten Verhaltensweisen ausdrückt. Und wir können uns fragen, welche Rolle spielt der Instinkt? Was machen die Tiere ganz automatisch? Dann sind wir nicht mehr im Bereich des Anthropomorphismus. Können wir von Kunst sprechen, ohne in Anthropomorphismus zu verfallen? Ja, Deleuze würde das, denke ich, auch sagen. Und Souriau? Ja, und beide verlieren sich nicht in willkürlichen Spekulationen. Sie kennen die Materie genau und sind ornithologisch alles andere als uninformiert. Wenn wir von Kunst im Tierreich sprechen, stellt sich die grundsätzliche Frage, was ist Kunst? Nicht Kunstverständnis, Kunstmarkt und so weiter. Wenn wir den Kunstbegriff auf die Tierwelt ausdehnen, können wir uns noch einmal ganz anders von der Schönheit berühren lassen, was uns offensichtlich mit den Vögeln verbindet. Wir haben jetzt einiges über Vögel, Lachse und Schnecken, vor allem aber über Vögel gehört. Gilt das auch für andere Tiere, etwa für rote Ameisen, die Blattläuse beschützen, oder für die Bienen und ihre Organisation im Bienenstock? Für die Antwort möchte ich eine ganz andere Richtung einschlagen. Ja. Ursula Le Guin schrieb 1974 die großartige Science-Fiction-Kurzgeschichte Der Autor der Akaziensamen. Ja. Darin schreibt sie von einer Gesellschaft für Terolinguistik. Tero bedeutet so viel wie das Wilde. T-H-E-R-O. Ja. Nicht wie Ter, Erde. Ursula Le Guin schreibt in ihrer Geschichte, die im 21. oder 22. Jahrhundert spielt, über Linguisten, die davon überzeugt sind, dass Tiere schreiben können. Und sie finden Beweise. In Der Autor der Akaziensamen geht es zunächst um sehr seriöse Sprachwissenschaftler, die fieberhaft forschen. Die nach einem Geheimcode suchen. Und sie finden am Rande eines Ameisenhaufens Akaziensamen mit Zeichen, von denen sie glauben, dass sie Botschaften aus Pheromonen enthalten, die man entziffern kann. Darüber entsteht ein Streitgespräch, ein bisschen wie Georges Perec in Cantatrix Sopranica L. Großartig.
Sie diskutieren unter anderem, ob man es mit dem Aufruf zu einer Revolution zu tun habe. Allerdings sind die Botschaften schwer zu entschlüsseln. Es gibt kein Ich, das spricht. Es fehlen grammatische Formen. Und was soll »Friss die Eier« bedeuten? Eine Ameisenrebellin. Ja, vielleicht ein Aufruf zur Revolution. Der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Obwohl eine Ameisenrebellin kaum vorstellbar ist. Denn Ameisen kennen, nach allem, was wir wissen, nur das Kollektiv. Ja, man denkt eher an bedingungslose Unterwerfung. Doch was wissen wir schon über die Pheromone der Ameisen? Wir werden ihre Bedeutung vielleicht nie völlig entschlüsseln. Oder über den Kot der Wölfe. Welche Botschaften enthält er? Ich möchte versuchen, das einmal ganz einfach zusammenzufassen. Der Frühling kommt. Die Vögel beginnen zu zwitschern und zu singen. Das assoziieren wir mit Freude. Die Natur erwacht wieder. Wir können wieder rausgehen. Der Lockdown ist vorbei. Und so weiter und so fort. Wenn wir die Vögel singen hören, verbinden wir mit ihrem Gesang vor allem Freude. Ja. Aber mit Freude hat der Gesang doch eigentlich nichts zu tun. Das wissen wir nicht. Warum nicht? Es könnte sein, aber die Gleichung Vogelgezwitscher gleich Freude können wir nicht aufstellen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Unter dem Aspekt des Anthropomorphismus drücken Sie damit vielleicht etwas ganz anderes aus. Ein Vogel singt zum anderen hin, hau ab, und wir hören lieblichstes Getreller. Hau ab? Nein. Vögel verteidigen ihr Revier nicht auf aggressive Art und Weise. Es ist Spiel, Koketterie, Angeberei. Sie singen eher, ich kann es besser als du. Aha. Hör gut zu, wie ist mein Gesang? Meiner ist... Wenn eine Amsel singt, klingt es spielerisch, neckisch. Italo Calvino hat wunderbar über das Pfeifen der Amseln geschrieben. Sie neckt den Konkurrenten. Sie singt, dann stille nach dem Motto, und, was sagst du jetzt? So könnte es sich abspielen. Anderer Gedanke, die Freude, die wir beim Gesang der Vögel empfinden, und damit komme ich wieder auf Baptiste Morisot zurück, ist vielleicht ein Gefühl, das vielen Lebewesen, die für Schönheit empfänglich sind, gemein ist. Der Gesang berührt nicht nur uns? Ja, absolut. Und die Stimme ist... Wir könnten mit Ihnen im Einklang sein, wenn wir uns einen Frühlingsmorgen vorstellen. Es könnte sein, dass die Freude der Vögel sich mit unserer Freude verbindet, sie beeinflusst oder ihr eine andere Richtung gibt, hin zum Gefühl des Überschwangs. Tauchen wir in eine andere Welt ein, oder nicht? Jessica Serra ist Doktorin der Ethologie. Sie betreut beim Verlag Humaine Science eine Reihe über die Welt der Tiere. Jessica Serra, guten Tag. Guten Tag. Willkommen bei Philosophie. Wir werden über Katzen sprechen, denn Sie sind Katzenexpertin und Katzengelehrte. Ich muss zugeben, ich beneide Sie ein wenig. Was sehen wir hier? Mich begeistern die Werke dieses Künstlers, Nicolai Lamb, denn er stellt unsere Wahrnehmung in Frage. Wir sehen hier rechts oben... Gehen Sie ruhig näher ran. Setzen wir uns. Auf dem oberen Bild sehen wir den Blick durch das Auge eines Menschen. Die menschliche Wahrnehmung ist stark visuell ausgerichtet und kennt eine Vielzahl von Farben. Auf dem unteren Bild ist der Blick einer Katze zu sehen. Sie sehen sehr viel weniger Farben als wir. Katzen sehen die Welt in Pastell. Wie findet man heraus, dass sie die Welt in Pastellfarben sehen? Es wurden Untersuchungen durchgeführt und die Katzenaugen detailliert analysiert. Man fand auch heraus, dass Katzen sowohl kurz- als auch weitsichtig sind. Sie sehen also auch in der Nähe nicht gut. Aber Katzen können Bewegungen sehr gut und sehr genau erkennen, viel besser als wir. Diese Fähigkeiten brauchen Katzen als Raubtiere und haben sie im Laufe der Evolution entwickelt. Die Bilder zeigen, unsere Wahrnehmung der Welt ist nur eine unter vielen. Jede Tierart sieht die Welt auf eine andere Art und Weise. Vincent Dupré, was sagen Sie dazu? Der Blick der Katze und der Blick des Menschen. Zeigt das nicht auf wunderbare Weise die gleiche Welt, aber völlig verschiedene Wahrnehmungen? Nicht völlig verschieden. Ja, stimmt. Es gibt in beiden Bildern signifikante Details, die genug Ähnlichkeiten aufweisen, damit wir uns vorstellen können, eine gemeinsame Welt, einen Dialog. Wir könnten uns die Wahrnehmung der Katze nicht vorstellen, wenn wir nicht an eine gemeinsame Basis zwischen ihr und uns glauben würden. Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Ja, aber es gibt auch Unterschiede.
Unterschiede. Bei den verschiedenen Tierarten sind die Sinneswahrnehmungen unterschiedlich ausgeprägt. Bei Katzen oder... Bleiben wir bei Katzen. Ja. Ein Leben ohne Katzen ist unmöglich. Katzen können zum Beispiel UV-Licht sehen, wir nicht. Sie haben also Zugang zu Sichtweisen, die wir nicht kennen. Sie können, das wird hier hinten dargestellt, im Halbdunkel sehen. Ja. Hier oben. Das ist unsere Wahrnehmung. Wir sehen nichts. Wir sehen nichts oder nur sehr wenig. Katzen dagegen erkennen sehr viel mehr Details und können auch im Dunkeln sehen. Das hängt mit dem Aufbau des Auges zusammen. Die Sinneszellen auf ihrer Netzhaut reagieren anders als beim Menschen. Katzen sehen also Dinge, die wir nicht sehen, und leben gewissermaßen in einer Parallelwelt. Und wie wirkt sich das auf unser Verhältnis zu Katzen aus? Viele Leute haben eine Katze, ich auch. Und ich denke immer, meine Katze mag mich, wenn sie an meinem Ohr knabbert oder ihren Kopf an meiner Schulter reibt. Ist klar, was ich meine? Ja. Ich interpretiere ihr Verhalten unter menschlichen Gesichtspunkten. Aber stimmt das? Oder ist das selbstgefällig und gar nicht wahr? Ja, ich denke, wir tun uns selbst mit dieser typisch menschlichen Sicht einen Gefallen. Glauben, dass das Tier uns liebt? Ich denke, das ist nicht falsch. Es wurden ja schon viele Studien über die Verbindung zwischen Mensch und Tier gemacht. In erster Linie bezogen auf Hunde, weniger auf Katzen. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Katzen sich dem Menschen tatsächlich verbunden fühlen. Und diese Aussage hat nicht unbedingt etwas mit Anthropomorphismus zu tun. Ich sehe sogar eher die Gefahr, in die Falle des Anthropozentrismus zu tappen. Nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass Tiere überhaupt keine Eigenschaften haben, die wir von Menschen kennen. Denn wir... Zur Präzisierung. Anthropomorphismus ist die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf Nichtmenschliches. Anthropozentrismus sagt, der Mensch ist der Mittelpunkt der Welt. Ja, und... Eng verwandt, aber zwei verschiedene Dinge. Die Idee, dass nur wir über bestimmte kognitive und emotionale Fähigkeiten verfügen. Intelligenz, Kultur, Lachen, Selbstmord. Jetzt will ich den Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Buch aber nicht vorenthalten. Dans la tête d'un chat, im Kopf einer Katze. Ein packendes Buch und sozusagen der Versuch, eine Fremdsprache mit den Wörtern unserer Sprache zu sprechen. Sie entführen uns in eine faszinierende Parallelwelt. Eine Sache noch. Montaigne hat in seinen Essays viel über Katzen geschrieben. Er sagt zum Beispiel, ich habe meine Zeit und meine Katze hat ihre Zeit. Er beschreibt zudem, was ihm an seiner Katze so gefällt. Einerseits ihre Gegenwart, dass sie ganz einfach da ist, aber auch ihre Gleichgültigkeit ihm gegenüber, die sie ihn spüren lässt, also ihre Freiheit. Ist das schon wieder ein Anthropomorphismus oder schlichtweg ein Zeichen für die Akzeptanz der unüberwindbaren Heterogenität? Versian Desprez? Montaigne hätte auch gesagt, und das hatten Sie bestimmt im Hinterkopf, wenn ich mit meiner Katze spiele, wer weiß, ob ich ihr nicht mehr zum Zeitvertreib diene, als sie mir. Ja. Und da? Montaigne sieht beide Möglichkeiten. Spiele ich mit ihr oder spielt sie mit mir? Aber er sagt nicht entweder oder, sondern er sagt vielmehr, sehen Sie, das sind unklare Situationen. Denn man hat es mit einem kleinen Wollknäuel voller Tatendrang zu tun, das eigenständig und unabhängig ist und weiß, was es will. Und hinsichtlich der Frage nach dem Anthropomorphismus, man kann sie nicht abstrakt denken, sondern nur konkret, wie Montaigne. Und wenn Sie von einer konkreten Beziehung ausgehen, werden Sie sehr schnell feststellen, ob Sie in Anthropomorphismen gefangen sind oder nicht. Denn die Tiere, aber dazu sollten eher Sie etwas sagen, Sie sind die Spezialistin. Wenn man genau beobachtet, wie Tiere reagieren, dann wird man sehr schnell feststellen, ob man ihnen etwas nur zuschreibt oder eben nicht. Tiere können ihr Verhalten anpassen, vor allem Hunde. Sie gehen auf den Menschen ein und lassen ihn glauben, was er glauben möchte. Katzen auch, aber bei ihnen ist es weniger ausgeprägt. Jessica Serra. Um auf den Freiheitsdrang der Katzen zurückzukommen. Katzen sind in dieser Hinsicht die spannendsten Tiere, die ich kenne, auch in Bezug auf ihre Zähmung. Das Verhältnis zwischen Mensch und Hund ist ein völlig anderes als zwischen Mensch und Katze.
Mich beeindruckt am meisten, Katzen ist es mehr als anderen Tieren gelungen, sich trotz ihrer Domestizierung einen gewissen Grad an Freiheit zu bewahren. Auch in Bezug auf ihre Fortpflanzung. Vielleicht eher Wildheit. Ja, Wildheit. Katzen legen Verhaltensweisen an den Tag, die älter sind als ihre Domestizierung durch den Menschen. Sie haben sich an das Leben mit den Menschen angepasst, aber dabei einen gewissen Grad an Ungebundenheit und Autonomie behauptet. Katzenbesitzer stellen sich immer wieder die Frage, was macht meine Katze, wenn ich nicht da bin? Wie verbringt sie ihren Tag? Eine Frage, die tatsächlich viele Katzenbesitzer umtreibt. Niemand spricht schöner über Katzen als Charles Baudelaire. Die Katze. In meinem Hirn, als wäre es ihr eigener Raum, schleicht auf und nieder auf der weichen Tatze, geschmeidig sanft, die schöne, stolze Katze. Und ihrer Stimme Ton vernimmt man kaum, so zart und heimlich ist ihr leises Miauen. Und ob sie zärtlich, ob sie grollend rief, stets ist der Klang verhalten, reich und tief und zauberweckend und geheimes Grauen. Vielen Dank an Sie beide. Danke. Danke. Wenn es so schwierig ist, über Tiere zu sprechen, ohne dies mit menschlichen Begriffen zu tun, dann liegt das nicht nur daran, dass die Menschen versuchen, ihre Sprache einem Universum aufzuzwingen, das nicht das ihre ist, sondern vielleicht daran, dass die Menschen selbst Tiere sind. Was meinen Sie? Thank you.